Du hast schon wieder Hunger, wa? Na komm, dann bauen wir mal einen Garten. Ressourcen habe ich ja eben gesehen, habe ich. Garten. Die Frage ist echt, wo baue ich mit denen hin hier? Der ist ja nicht so toll gelegen. Finde ich hier ein bisschen unpraktisch, muss ich sagen. Bauen wir den mal dahin. Hey, hinbauen, nicht wegmachen. Ach, dann kann ich ihn auch da hinsetzen. So, Gärtchen gebaut, Tante glücklich gemacht. Sag mal nicht hier. Was für ein wundervoller kleiner Garten. Du hast dich wirklich selbst übertroffen, Stella. Also gut, dann wären wir ja für unsere erste Lektion bereit. Sorge dafür, dass Samen in den Beeten sind. Die sind nämlich wichtig. Ja. Habe ich irgendwelche? Tatsächlich. Mal eine Rübe. Und tu mal die Möhrchen. Tada. Unsere erste Lektion beginnen wir mit etwas, das ich dir unheimlich gerne nahebringen möchte. In dieser Welt gelten seltsame Regeln, wie dir sicherlich schon aufgefallen ist. Ich war schon immer eine Befürworterin der Liebe gegenüber allen Lebewesen. Denn ein Garten ist ein Gefäß unserer Liebe, ein Spiegel, den wir uns selbst vorhalten. Das erscheint mir jetzt noch viel mehr wahr zu sein als jemals zuvor. Wenn ich mich auf meiner Insel einsam fühlte, sang ich für die Blumen. Und wie ich erwartet hatte, gediehen sie viel prächtiger. Nach zahlreichen mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen gelang es mir, ein kleines Lied zu verfassen. Die Pflanzen scheinen besonders gut darauf zu reagieren. Diese Beobachtung möchte ich gemeinsam mit dir weiter überprüfen. Geh in den Garten und versuche, deinem Garten dieses Lied vorzuspielen. Okay. Wie mache ich das? Ah, M. Ja, ich drücke M. Ah. Boah, was ist das denn hier? Gar nicht so einfach hier die Dings zu treffen. Jetzt kommt man rein. Ja, nun müssen wir aber wachsen hier. Geht das hier unendlich? Ups.
Wofür geht der halbe Tag hier? Wow, das war ja mal anstrengend. Hast du gesehen, wie die Pflanzen sich gewiegt haben und gewachsen sind, als du sie unterhalten hast? Ist das nicht wundervoll? Wie ich mir schon gedacht habe, offenbaren sich Gefühle in dieser Welt viel lebhafter. Nun, das Wissen über diese faszinierende Entdeckung werde ich auf jeden Fall weiter verbreiten. Und wer weiß, vielleicht können auch andere Passagiere Musik machen. Wenn sie in guter Stimmung sind, könnten sie helfen. Wo ich gerade daran denke. Im Durcheinander der letzten paar Tage habe ich alles ganz vergessen. Hier, das ist für dich. Diese seltsame Münze hat mich schon seit meiner Ankunft hier gekitzelt. Ich bin erleichtert, dass es nicht wieder eine dieser Pollenallergien war. Ach, kann ich schon ernten? Tada! Ist ja lustig. Okay, das heißt, es geht schneller, aber ob das jetzt die ganze Zeit machen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Nein, nicht du. Du hast dich gut geschlagen. Jetzt haben wir ein richtiges Passagierschiff. Und du musst dich um diese neuen Gäste kümmern. Sie werden deine Geduld auf die Probe stellen, nicht ich. Aber zuallererst muss ich dich um etwas bitten. Im Gästehaus zu schlafen, ist für keinen von uns die Ideallösung. Das hast du sicher schon bemerkt. Vor allem, weil es dort ziemlich eng wird. Du weißt ja, ich möchte mich nicht beschweren. Du warst bisher so fantastisch und es wäre sehr unhöflich von mir, dir Schuld zuzuweisen. Aber ich denke, ich bin bereit für meinen eigenen Rückzugsort. Ein schönes kleines Haus, bescheiden aber elegant, mit einem gemütlichen Flair. Ein Ort, an dem ich lesen und mich entspannen kann, fernab vom Tumult an Deck. Seltsamerweise schwebt mir etwas im Alpenstil vor. Siehst du, sogar ich kann mich nicht immer von der Nostalgie verschließen. Ich möchte dich wirklich nicht unter Druck setzen, aber ich würde mich unheimlich darüber freuen. Ja, ein Chalet bauen, warum nicht? Ich sehe mehrere neue Gesichter an Bord. Das gefällt mir, verstehe mich nicht falsch. Aber ich möchte nicht, dass du deinen alten Onkel Atul vergisst. Du weißt ja, ich bin Herr Gesellig schlechthin. Ich komme mit allen gut aus, egal wo, egal wann. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch neue Freundschaften schließen würde. Du musst dir keine Sorgen machen. Mir geht es gut. Tut mir leid, dass ich es überhaupt angesprochen habe. Ich stelle mich einfach an die Reling und genieße die ganze Pracht um mich herum. Weißt du? Hoffentlich fliegen mir keine Mücken in den Mund. Das ist nicht so toll. Okay, entweder hast du Hunger oder... Na, mal gucken. Was haben wir denn hier für dich? Die will auch noch was von mir. Nee, nicht die Küche. Meine Gute da oben. Della, ich wollte dich nicht damit belästigen, aber in den letzten Wochen hatte ich seltsame Träume. Mit einer riesigen Schlange, bedrohlichen Riffen und verfaultem Obst. Und seitdem ich zu dir an Bord gekommen bin, nun wurden die Träume viel klarer. Ich denke, es ist die Meeresluft. Oder vielleicht die mystische Kraft des Immerlichts. Wie dem auch sei, inzwischen bin ich davon überzeugt, dass meine Träume Visionen waren. Und außerdem glaube ich, dass sie von unserer gemeinsamen Bekanntschaft kommen könnten. Ich habe mir die Karte in deiner Kajüte angesehen. Mein Blick wurde immer wieder zu einer bestimmten Stelle hingezogen, die ich markiert habe. Ich denke, wir sollten die Stelle aufsuchen. Es ergibt keinen Sinn, länger zu warten. Aber erstmal muss ich meinen Garten hier plündern. So, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas pflanzen kann. Kann ich nicht. Was nicht gut ist, muss ich sagen. Aber gut. Man muss Prioritäten setzen. Ey, da ist so komisches Zeug unten.
gibt es ja auch Zeug hier unten, was ich nicht gesehen habe. Nee, irgendwie nicht. So, dann mal schnell, sonst heißt es, wir können nicht mehr schippern. Da werden wir mal hin, weil ich brauche ja neue Samen. So, ich hoffe, das wird jetzt hier wieder kein Kampf der Giganten. Ich will einfach nur ein Fisch. So, wieder so ein harter Brocken dran hier. Bier, das lohnt sich nicht. Und hopp. Komm schon. Noch ein Zug. Ah. Egal. Na, auftauchen und... Na, was ist das? Kupfererz. Guck an. Mehr scheint es hier ausnahmsweise nicht zu geben. Ich habe was vergessen, aber nicht. Dann kann ich ja jetzt Pflanzen holen. Zack. Prima. Ah ja, wir wollten ja noch so ein Chalet bauen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Was brauchen wir denn dafür? Haben wir ja gerade mal so. Das jetzt hier nicht positiv ist, dann weiß ich auch nicht. Dieses Chalet ist fantastisch. Würde ich auch meinen. Eine Unterkunft nur für mich zu haben, wirkt Wunder. Erinnert es sich nicht auch an meine alte Eigentumswohnung in der Wawelstraße? Ich glaube, nur dort konnte ich jemals Ruhe und Frieden finden. Danke, meine treue Freundin. Süße, haben wir noch glücklich gemacht.